Guten Tag. Ich wollte euch heute ein bisschen Eröffnungstheorie näher bringen. Und zwar das Gucci Piano. Den ersten Teil weiß ich nicht genau, ob ich den richtig ausspreche. Aber im Gucci Piano auch nur den ersten Teil, nur einen Teil von drei Abweichungen. Und zwar den Möller-Angriff. Ich habe euch dafür eine Partie ausgewählt, die Remis geworden ist. Der Möller-Angriff ist eine aggressive Methode, das Gucci-Piano zu spielen, mit vielen Fallstricken, wenn Schwarz die Theorie nicht kennt. Wenn Schwarz es hinbekommt, die Theorie des Möller-Angriffs zu reproduzieren und auf die Endstellung zu kommen, die hier nach dem 16. Zug erreicht ist, hat Schwarz gute Chancen, das Ganze auch noch zu gewinnen. Ein Drittel der Spiele sind Siege für Schwarz und zwei Drittel sind Remis. Auf der allerhöchsten Ebene. Aber in der Zwischenzeit, bis man dahin kommt, gibt es ganz viele Fallstricke für Schwarz. Deswegen möchte Weiß das gerne spielen. Ja, aber fangen wir an. E4, E5, offenes Spiel. Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienisch. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück. Es ist heutzutage modern, wobei ich mich damit nicht beschäftigt habe und das momentan auch nicht spielen würde, die Zugumstellung Läufer C4 einzubauen. Schwarz empfehle ich immer, Springer F6 zu spielen. Das mache ich zumindest immer. Und gar nicht zuzulassen, dass es eine ganz normale Zugumstellung mit Springer C6 wird, weil, wie ich auch gleich noch sagen werde, wie gesagt, wenn ihr Gucci Piano spielt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass es Remis wird und wer möchte schon unbedingt Remis spielen wollen. Gut, es gibt Situationen, wo das so ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Weiß nicht noch ganz andere Möglichkeiten statt Springer F3 hat. Wie gesagt, müsste man sich mit beschäftigen, habe ich noch nicht gemacht und darum heute ganz klassisch Gucci Piano, der Möller-Angriff. So, Läufer C4. Jetzt steht Schwarz an einer Weggabelung. Es gibt, glaube ich, noch Ungarisch, aber da habe ich mich jetzt nicht informiert, welcher Zug das ist. Ich zeige euch die beiden bedeutendsten Abzweigungen. Das ist einmal italienisch mit Läufer C5 und das ist einmal Springer F6, das Zwei-Springer-Spiel. Was ist dazu zu sagen? Ich habe eben schon gesagt, italienisch Läufer C5 bedeutet grundsätzlich, wenn beide Spieler super fit in der Theorie sind, dass es ein Remis wird. Das heißt, hier hat Schwarz die Möglichkeit, dem Remis einzuwilligen und zu sagen, okay, das ist mir in Ordnung, wenn es Remis wird. Und Springer F6 führt aus weißer Sicht zu vielen scharfen Varianten und auch für Schwarz. Das ist eine Methode, wie man als Schwarz spielen kann, wenn man kämpfen möchte. Wobei man sagen muss, dass es auch, wie gesagt, sehr scharfe Stellungen werden. Und sicherer zu spielen ist sicherlich Läufer C5. Dann ist das Spiel generell sehr viel ausgeglichener und
Weiß hat auch weniger Möglichkeiten. Also wie gesagt, das hat immer so ein Für und Wider. Momentan spiele ich Läufer C5, weil ich mich nicht mit allen möglichen Fallen von Springer F6 beschäftigen möchte. Wobei mir das wahrscheinlich taktisch sehr weiterhelfen möchte, helfen würde, könnte. Vielleicht werde ich das demnächst sogar mal tun. Wobei ich momentan eher andere Dinge im Blick habe und mich lieber darum kümmern möchte, als noch eine Eröffnung zu lernen. C3. Außerdem beschäftige ich mich ja zurzeit mit Karo Kann ein wenig und dann habe ich das ja eh alles vermieden. C3 ist jetzt der richtige Zug. Man sieht manchmal, dass Springer C3 gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es da direkt eine Falle gibt. Ich sag mal so, es widerspricht der Eröffnungsidee, Springer C3 zu spielen. Weiß möchte hier eigentlich ausnutzen, dass Schwarz Springer C6 gespielt hat und dass Schwarz selber Bauer C6 nicht spielen kann. Und was wir vorbereiten als Weiß ist den Vorstoß auf D4, um die Bauern abzutauschen und ein starkes Bauernzentrum zu bekommen. Das war ursprünglich so zur Zeit von Tarrasch und Steinitz, oder sagen wir mal lieber von Steinitz bis Tarrasch, war das ein sehr wichtiges Ziel in der Eröffnung, ein Bauernzentrum aufzubauen. Zur Zeit von Tarrasch ungefähr kam die Wende. Da hatten Tarrasch und Nimzowitsch ja diesen von den Medien und von ihnen selbst wahrscheinlich auch ein wenig inszenierten Streit, wobei schon in der Sache ein ernsthafter Streit war, dass Nimzowitsch gerne die Eröffnungstheorie Steinitz in Frage stellen wollte und dass Tarrasch das Bedürfnis hatte, die Eröffnungstheorie von Steinitz so aufzubereiten, dass man sie Schachlaien erklären kann, dass man sie der breiten Öffentlichkeit verständlich machen kann. Weil Steinitz hat irgendwie ein Buch geschrieben mit, ich habe es selbst nicht gesehen, aber ich habe es mir so sagen lassen, mit 1000 mathematischen Formeln, warum man welchen Zug ziehen sollte. Und das war natürlich für normale Menschen überhaupt nicht verständlich, wovon er da redet. Und Tarrasch hat sich darum bemüht, dass es Sprichwörter gibt, Merksätze, die man sich einfach merken kann. Und er hat versucht, es der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und er war davon überzeugt, dass die theoretischen Ideen Steinitz alle gültig sind und beziehungsweise weitestgehend. Und Nimzowitsch war der Meinung, dass Steinitz sich an dieser oder dieser Ecke geirrt hat und hat versucht, das alles ein wenig zu relativieren. Er hat gesagt, es ist alles viel relativer, als Steinitz angenommen hat. Oh. Jetzt habe ich einen kleinen Ausflug in die Schachgeschichte gemacht. Ich hoffe, das hat keinen gestört. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Springer F6 ist der beste Zug, den Schwarz hier ziehen kann. Würde ich auch empfehlen. Ich würde generell empfehlen, diese Zugreihenfolge auswendig zu lernen für Schwarz, beziehungsweise, was heißt auswendig lernen? Einen Weg zu finden, sie so zu können, dass man sie am Brett reproduzieren kann.
wenn Schwarz den Möllerangriff spielt. So, D4, das zeigt so ein bisschen, wo unsere Reise hingehen sollte. Das erzwingt jetzt einfach den Abtausch. Und ab hier nennt man das auch Gucci Piano. Was Weiß machen kann. Und es wird dann ein bisschen mehr in die Ideenwelt von Nimzowitsch eintauchen. Er könnte D3 spielen und das ganze Spiel sehr viel theoretischer, sehr viel positioneller aufbauen. Nicht theoretischer, positioneller. Und dann würde die Entwicklung sich sehr verzögern und darum nennt man das auch Gucci Pianissimo, das sehr langsame Spiel. So, D4. Hier muss man schlagen, hier muss man schlagen und wir sehen jetzt, Weiß hat diese beiden Bauern im Zentrum und das war früher ein hoher Wert. Nach Steinitz. Läufer B4 Schach. Und jetzt gibt es drei Abweichungen, wovon ich zwei empfehlen kann oder empfehlen würde, soweit mir das zusteht. Und eine eher fragwürdig finde. Es gibt einmal eine aggressive Vorgehensweise, die werden wir uns heute angucken. Das ist Springer C3, wobei aggressiv scharf. Scharf ist der richtigere Ausdruck, eine scharfe Variante, weil im Verlauf des Spiels wird es viele Fallstricke für Schwarz geben. Viele Fallen. Dann, wenn man das möchte, kann man den Springer auf C3 dazwischen spielen. Und wenn man eher daran interessiert ist, dass Remis schnellstmöglich und sicherstmöglich in trockene Tücher zu bringen, dann kann man Läufer D2 spielen. Und ein Zug, der irgendwie, also das ist besonders sicher und besonders solide, ein Zug, der irgendwie dazwischen ist, der weniger solide ist, der aber auch nicht so viele Angriffe ermöglicht, nicht so viele Fallen ermöglicht, ist Springer D2. Darum, also aus meiner Sicht, hat Weiß, wenn er Springer C, Springer B, D2 spielt, die Nachteile von beiden anderen Zügen zusammengefasst und ich weiß nicht, warum Weiß das tun sollte, aber das gibt es auch. Und das sind die drei Abzweigungen, die es gibt. Im Prinzip sollte alles zum Remis führen, wenn Schwarz die Theorie kennt. Am sichersten zum Remis führt das Läufer D2. Heute gucken wir uns das Springer C3 an. Wie gesagt, das kann einen schnellen Sieg bedeuten, wenn Schwarz die Theorie nicht kennt oder nur teilweise. Ich habe mich sehr sicher in der Theorie bis hierhin gefühlt und ich hatte zur Osterzeit 2019 ein offizielles Spiel, in dem ich hier einen Fehler gemacht habe. Eine auf so eine Art Eröffnungsfalle reingefallen bin. Also daran kann man mal sehen. Jetzt schlägt Schwarz natürlich den Bauern hier raus. Weiß rochiert. Und jetzt sollte man mit dem Läufer schlagen. Das habe ich nicht gemacht. Man könnte natürlich ein wenig Bedenken haben, mit dem Läufer zu schlagen. Dann tauscht man einen Läufer gegen einen Springer. Und da kann man ein leichtes Unbehagen verspüren, weil man ja das Läuferpaar aufgibt und man vielleicht im Kopf hat,
Ein Läuferpaar ist immer ein bisschen besser noch und darum sollte man nicht unbedingt einen Springer abgeben gegen einen Läufer abgeben, um einen Springer zu bekommen, wenn man dadurch das Läuferpaar verliert. Das hatte mich dann wohl auch dazu verleitet, hier mit dem Springer reinzuschlagen, was noch völlig in Ordnung ist. Halt nicht die Haupttheorie. Dann würde hier rausgeschlagen. Aber jetzt bin ich schon auf die Falle reingefallen. Wie gesagt, das hätte ich theoretisch kennen können müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kurz pausieren wollt und euch einen guten Zug für Schwarz überlegen wollt. Ich kann euch sagen, was ich gespielt habe, und das ist der sehr natürliche und zweitbeste Zug, der allerdings schon verliert, und das ist hier den Bauern rauszunehmen. Dadurch hat man schon verloren, weil was jetzt kam, war Läufer A3 und das gibt einen Angriff auf den König, den man langfristig nicht abwehren kann. Der König steht da exponiert. Unmöglich geht's hier weiter, ja. Nein, der richtige Zug in dieser Stellung wäre gewesen D5. Ich kann den Läufer nicht wegziehen und ich kann den Läufer nicht direkt wegziehen und ich kann auch nicht den Bauern rausnehmen, weil das einfach Weiß zu viel Zeit gibt. Und darum muss ich einen Zug machen, der mir ermöglicht, wenn Schwarz den Läufer rausnimmt, auch einen Läufer rauszunehmen. Und das ist die richtige Lösung. Wäre ich ohne Engine wahrscheinlich im Leben nicht drauf gekommen. Da sieht man, wie fallenreich das Spiel sein kann. Das wollte ich kurz zeigen. So. Also spielt man hier Läufer schlägt den Springer. Und jetzt kommt der eigentliche Zug, der das als Möllerangriff kennzeichnet. Weiß nimmt nämlich hier gar nicht den Läufer raus. Sollte er auch nicht, weil dann nimmt er ja den Läufer raus und im nächsten Zug kann Schwarz hier schlagen. Jetzt hat Schwarz, wenn wir das mal kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5 weiße Bauern gegen 7 schwarze Bauern. Jetzt hat Schwarz einfach 2 Bauern schon mehr. Und das kann nicht gut sein. Versteht ihr, das ist einfach das Problem. Auch wenn vielleicht noch der Springer verloren geht, muss man gucken. Und darum, man spielt D5. Man greift den Springer an. Wir ziehen unseren Läufer trotzdem zurück. Und Weiß versucht weiter mit Tempo, nicht Material gewinnen, sondern Zeit. Weiß spielt auf Zeit. Also auf mehr Züge schneller machen und Angriff bekommen. Und zwar sagt Weiß sich, ja gut, was ist das für ein Unterschied, ob ich jetzt den Springer hier rausnehme oder ob ich den Springer hier fessel? Wegziehen kann der Springer nicht. Gedeckt werden kann er eigentlich auch nicht. Gut, kann er schon. Der Dame hier hin. Ich habe es mir nicht angeguckt im Detail. Es wird wahrscheinlich nicht gut sein. Aber selbst wenn er das macht, kann ich den Springer ja immer noch schlagen. Also nichts gewonnen oder verloren.
So. Also, Turm E1, Schwarz zieht den Springer weg. Einerseits, damit er nicht mehr angegriffen ist. Andererseits, damit man mehr Verteidiger am König hat. Das wird nämlich jetzt immer mehr ein Problem. Es kommt immer mehr Angriff auf den König. Weiß holt sich hier den Springer ab, aber es geht nicht nur ums Material, es geht auch darum, dass Weiß seinen Turm entwickelt und Platz macht, damit eine andere Figur auf E1 stehen kann. D6, ja, Weiß schließt das hier einfach ab und versucht den Läufer hier abzuschneiden. Es ist auch ganz dringend notwendig, wenn man sich das mal anguckt. Wenn man sich jetzt vorstellt, Schwarz unternimmt hier nichts, der Vorstoß von dem Bauern wäre sehr unangenehm. Er droht den Springer rauszunehmen, dann muss man wahrscheinlich mit dem Bauern zurücknehmen und dann nimmt die Dame zurück. Der Angriff verfestigt sich. Sehr unangenehm. Also gut. Läufer G5. Wir tauschen die Läufer ab. Aber wir tauschen natürlich nicht nur die Läufer ab, sondern ich gehe nochmal einen Zug zurück. Wir entwickeln auch den Läufer. Und indem wir den Läufer entwickeln, ermöglichen wir es, unseren Turm zu ziehen. Eben haben wir schon das Feld frei gemacht auf E1, damit der Turm dahin kann. Und jetzt entwickeln wir den Läufer, um den Turm zu aktivieren. So. Ja, dann schlägt er den natürlich. Ich mache mal gerade die Pfeile weg. Das nervt sonst später. Nochmal kurz zurückgehen. Jetzt hätte ich es gerne ganz schnell gemacht. Läufer, Läufer, Läufer. H6. Ja, ob der wirklich den Springer vertreiben möchte. Der Springer ist schon unangenehm, sagen wir es mal so. Aber Weiß macht wieder, ich habe eben schon gesagt, Material ist nicht so wichtig. Tempo. Weiß hat jetzt massive Initiative und das muss man ausnutzen, das muss man spielen. Weiß sagt, der Springer ist mir doch ganz egal. Ich verdoppel hier meinen Turm mit der Dame. Und jetzt wieder, der andere Turm guckt schon auf E1. Weiß baut hier offensichtlich eine Alechins-Kanone oder eine Alechins-Pistole, je nachdem, wie ihr es übersetzen wollt. Der Springer wird gegeben, der andere Turm wird hinzugezogen und das sieht jetzt nach einem sehr, sehr krassen Angriff aus. Und ich weiß nicht, ob man das am Brett sehen würde, was man jetzt ziehen muss als Schwarz, um sich davor zu retten. Ihr könnt ja gerne anhalten und überlegen, ob euch ein Zug einfällt. Die Möglichkeit, die man hat, um sich zu befreien, ist nämlich, dass man Läufer E6 spielt. Weiß hat hier irgendwann mal, habt ihr eben gesehen, einen Springer abgegeben, um diesen massiven Angriff zu bekommen. Und Schwarz denkt sich jetzt, ich gebe mein Material einfach zurück. Läufer E5. Und was soll Weiß jetzt machen? Weiß muss den geschenkten Läufer annehmen. Es bringt ihn auch nichts, den Läufer da stehen zu lassen. Und er schlägt den. Und jetzt macht Schwarz einfach F6. Und dann ist die Kiste geschlossen. Dieser Bauer, wenn Weiß einen Wunsch frei hätte, sich was wünschen dürfte, würde dieser Bauer sich in Luft auflösen.
Dieser weiße Bauer steht weiß massiv im Weg. Dadurch verpufft der gesamte Angriff. Und Schwarz steht hier hinter einfach solide, gedeckt und geschützt von einem weißen Bauern. So verrückt, wie es sich anhört, aber der weiße Bauer ist für den schwarzen König, ja, die Leibwache. Halt, weil der Bauer nicht ziehen kann und weil der Bauer alle Figuren blockiert. Den Läufer, den Turm, die Dame. Und die Dame kommt ja auch nicht hier rein über H5. Das ist jetzt so eine Idee, die man immer wieder versucht als Weiß. Aber da ist ja zurzeit noch der Turm. Und ja, den Rest werden wir gleich sehen. Also hier ist die Theorie zu Ende. Und wie gesagt, ich habe euch ein Spiel mitgebracht. Obwohl ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Eine Beispielpartie, die gucken wir uns jetzt mal gerade an. Und die Beispielpartie ist von Motwani, Paul Motwani mit Weiß, 2485 Elo, gegen Mannion, Stephen R. Mannion mit 2280, und diese Partie ist tatsächlich Remis, unentschieden ausgegangen. Aber wie gesagt, ab diesem Zug F6, wenn Weiß jetzt vielleicht mit zu viel Biegen und Brechen versucht zu gewinnen, ein Drittel der Spiele werden noch von Schwarz gewonnen. Das ist nicht der sicherste Weg ins Remis für Weiß, sondern es ist eine scharfe Variante mit einigen Fallstricken für Schwarz. Ja, wir gucken uns die Partie an. Sie wurde 1988 in Edinburgh gespielt. Und wenn ich diese Information hier richtig interpretiere, die vierte Runde. Vielleicht haben beide ein Remis gebraucht. So ähnlich war das bei der Schnellschachmeisterschaft innerhalb unseres Vereins. Da hätte ich einen Sieg gebraucht und hatte die schwarzen Steine und mein Gegner brauchte ein Remis. Und wenn wir jeweils dieses Ziel erreichen, gewinnen wir die Schnellschachvereinsmeisterschaft und dann hat mein Gegner Gucci Piano gespielt, Möller-Angriff und mir ein Remis abgerungen. Ja, so kann es gehen. So, wir gucken uns das jetzt mal an. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4. Läufer C5, italienisch, Schwarz willigt sozusagen ein ins Remis. Wie gesagt, hängt sehr von der Spielstärke eures Gegners ab, hängt sehr von dem Setting des Turniers ab. Wie gesagt, wie stark sind die Spieler? Wie sehr kann ich davon ausgehen, dass die Leute Theorie kennen? C3, das passiert zum Beispiel im unteren Bereich so selten, dass, ja, man schon fast gar nicht mehr von Italienisch sprechen möchte. Springer F6, D4, Cucci Piano, langsames Spiel, teilweise in der Literatur auch langweiliges Spiel genannt. Weiß hat vor, Remis zu spielen. Wie gesagt, jetzt mit dem Springer dazwischen leitet den Möller-Angriff ein. Eine sehr scharfe Variante für Gucci-Piano-Verhältnisse. So, das D5 mit D5.
dem Gedanken im Hinterkopf. Ich glaube, auch auf solche Ideen kommt man nicht unbedingt am Brett. Das guckt man sich vorher an, das hat man gelernt. Mit der Idee, dass man ja den Springer fesseln kann. Der Läufer zieht zurück, wir fesseln den Springer. Springer E7, D6, Läufer abtauschen, Springer weggeben. Und die Theorie ist zu Ende. Bis hierhin solltet ihr das, glaube ich, so weit können, dass ihr es mit Schwarz reproduzieren könnt, bis ihr Großmeister seid. Würde ich jetzt für mich als Anspruch haben, wenn ich, aber ob ich jemals Großmeister werde. So, Turm E3 ist passiert. D5. Turm H3. Wir tauschen hier die Türme ab. Ich habe eben schon mal gesagt, hier versucht er reinzukommen. Jetzt spielt Weiß, da Schwarz das sofort so, damit die Dame da nicht reinkommt. Weil natürlich ist der Springer, steht der Springer auf E7 und theoretisch könnte man diesen Zug auch spielen, nachdem die Dame schon dort steht. Aber wenn die Dame erstmal auf H4 steht, dann kann sie auch auf H8 gehen und dann haben wir da eine Dame in unserer Festung drin stehen. Und ob wir das unbedingt wollen, dann steht sie da drin. Ja, das geht auch gar nicht, weil das Schachmatt ist. Ich kann das mal gerade, sehe ich jetzt erst. Ach. Ich kann mal gerade einen Nullzug mal nach. Nullzug finde ich jetzt gar nicht, obwohl ich weiß jetzt, wo er ist. Guck, noch so ein Fallstrick. Okay, matt ist es nicht, aber wir gewinnen den Springer. Jetzt muss der Springer dazwischen, damit es eben nicht matt ist. Und trotzdem frage ich mich gerade, wo geht das hin? Ha, das ist doch matt. Nee, wo kann er denn noch hin jetzt? Warum sehe ich es denn nicht? Hier steht, das ist nur Schach. Ah, hier. Will ich als Schwarz aber nicht spielen, um ehrlich zu sein. So, es ist Dame F3 passiert. Dame D6. Dame schlägt hier rein. Wieder mit ähnlichen Drohungen, ja? Es droht ja im Prinzip wieder, dass die Dame hier den Springer abgreift. So, darum jetzt. Schwarz bietet den Damentausch an. Weiß nimmt es aber nicht an, sondern macht lieber Dauerschach, beziehungsweise hier so eine Schaukel. Und so ist es dann Remis geworden durch Stellungswiederholung. Oder man hat sich vorher geeinigt, bevor man die drei Stellungen hatte, wie auch immer. Ja, so kann man das dann ins Remis führen. Die Erfahrung scheint zu zeigen, dass es etwas riskant ist für Schwarz, für Weiß, weil, wie gesagt, ab dieser Stellung gewinnt Schwarz auf hohem Niveau etwa ein Drittel der Spiele. Und das würde ich schon als riskant bezeichnen. Darum kann man halt, wenn man möchte, sich statt des Möller-Angriffs, wenn man denn bis hierhin weiterspielen möchte, angucken, ob man Läufer D2 spielen möchte. Das ist ein sichererer Weg ins Remis. Okay, aber heute sollte es, wie gesagt, nur um das
Gucci Piano gehen und nur um den Möller-Angriff. Vielleicht mache ich noch zu den anderen Dingen andere Videos. Muss ich mal gucken. Das war jetzt ja auch mehr so aus der Reihe, weil ich mich gerade damit beschäftigt habe. Ich versuche das momentan so ein bisschen so aufzuteilen, dass ich mich so ein bisschen mit Eröffnungen beschäftige, ein bisschen mit Endspiel und ein bisschen mit Mittelspiel. Und damit dass ich mich auch ein bisschen mit Eröffnungen beschäftige, mache ich zurzeit, die ich nicht unbedingt vorhabe zu spielen. Ansonsten grundsätzlich beschäftige ich mich ja mit Karo Kann, um das mit Schwarz zu spielen. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Smaragdelefant, Netzkaiser oder Adrian, wie auch immer ihr mich nennen wollt.